Das ist super, ne? Ja. Großartig. Ausgezeichnet. Großartig. Das sollte viel öfter im Jahr und in allen Ländern und in allen Städten stattfinden eigentlich. Damit die Leute mehr ans Vegetarische rangeführt werden. Was sagt der Mann? Ich kann Ihnen nur recht geben. Gefällt uns wahnsinnig gut hier, ne? Sehr leckere Sachen. Alternative Sachen, veganes, vegetarisches Essen und Getränke, Nüsse, Müsli, Smoothies, alles vorhanden und ja, weiter so. Was sagen Sie, wie schmeckt? Sehr lecker. Sehr lecker. Sehr lecker. Ja. Gefällt überhaupt diese Messe? Sehr gut. Sehr gut. Das ist eine tolle Veranstaltung. Ja. Gut, dass es das in Düsseldorf gibt. Absolut. Sehr gut. Sehr gut. Gibt es ja viel zu selten sowas. Ja, leckeres Essen. Ja, bin ich mir ganz sicher, dass das auf dem Vormarsch ist. Also ich glaube, auch in anderen europäischen Ländern ist das immer noch so ein bisschen wenig mit dem Vegetarierleben. Und ich glaube, solche Messen tragen einfach dazu bei, dass man halt das weiter und weiter voranschreitet. Also das Interesse nimmt ja definitiv zu in den letzten Jahren. Man sieht es ja an dem vegetarischen Angebot in den Restaurants, egal wo man hingeht. Man bekommt einfach mehr vegetarisches Essen geboten in letzter Zeit. Ich komme aus Dortmund und finde diese Veggie-World sehr informativ, gerade für Personen, die jetzt neu sich mit dem Veganismus beschäftigen. Ich bin zwar jetzt schon ein Jahr dabei, man sieht halt die Produkte, lernt auch neue Gleichgesinnte kennen, gleichgesinnte Veganerinnen und Veganer. Und hier gibt es auch Vorträge, wo mich das ein oder andere Thema schon interessiert. Von daher kann ich diese Messe nur empfehlen. Danke. Es kommen wirklich nur natürliche Zutaten rein. Es wird total frisch gemixt immer. Ja, und von daher passt er natürlich ideal auf die Veggie World. Und wir sind doch von Anfang an immer dabei gewesen und hatten immer großen Zulauf und viel Begeisterung. Und der grüne Smoothie fängt ja jetzt an, wirklich Einzug zu halten in die tägliche Ernährung von vielen. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen hier auf der Veggie World in Düsseldorf. Wir kennen ja die Veggie World schon von Wiesbaden, die sehr erfolgreich ist. Und heute sind wir hier mit Dr. Görg, Premium Bio Kokosnussprodukten natürlich auch vertreten. Veggie World generell, gesunde Ernährung kommt immer mehr. Die Menschen investieren immer mehr in ihre Gesundheit und den meisten wird es immer bewusster, wie wichtig eine gesunde Ernährung zu der Gesundheit ist. Und dazu gehört natürlich das Vegetarische, mehr Grün zu essen, sprich mehr Gemüse, mehr Obst zu essen, weg vom hohen Konsum von Fleisch. Und deswegen ist die Veggie World auch für Newcomer oder die sich natürlich dort informieren möchten über vegetarische Ernährung oder rohköstliche Ernährung, ist es natürlich sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist die Veggie World hier in Düsseldorf sehr, sehr gut und vor allen Dingen super gut organisiert. So, dann kommen die Himbeeren dazu. Dann haben wir gestern gefrorene Bananen, also Bananen vorbereitet. Die kommen da rein. Also eine frische Banane und dann gefroren. Genau. Man hat häufig zu Hause Bananen, man weiß nicht, wohin damit, die werden vielleicht braun, schmecken nicht mehr. Einfach ein Stückchen breiten und rein. Ja, direkt mal reinlegen. Sie haben jetzt 7 Jahre Garantie, einfach natürlich, von daher ist es schon für uns wichtig, nicht nur, dass wir hier sind, irgendwie etwas zu vertreiben, sondern den Gedanken, gesunde Nahrung mehr nach vorne zu bringen, dass die Leute es mehr kennenlernen, mehr Spaß daran haben, mehr Freude daran haben. Denn wenn ich einen gesunden Körper habe, habe ich auch Lebensfreude. Habe ich die nicht, habe ich das nicht. Und deswegen finde ich solche Messen wie eben der Veggie World sehr wichtig und auch sehr gut. Wir freuen uns sehr, hier zum ersten Mal auf der Veggie World in Düsseldorf teilnehmen zu dürfen, weil wir denken, dass es auch in der Veggie World allmählich an der Zeit ist, dass fair gehandelte Naturkosmetik aus Afrika allmählich in das Klientel kommt. Und wir werden hier ein Frauenprojekt vorstellen aus Swasiland, bei dem 2.500 Frauen in Lohn und Brot sind und die eine wunderbare Naturkosmetik herstellen, die mittlerweile von dem United Nations Development Program mit dem Äquatorpreis des Jahres 2012 ausgezeichnet wurde. Frische, lebendige Nahrung. Schaut mal her, wie weich das Fruchtfleisch noch ist. Ja? Wenn da der Trinkhahn reinkommt und man die ausschlürft,
Das ist ein richtig guter Genuss. Bei den normalen Kokosnüssen oder bei den alten Kokosnüssen, die braunen, die man so kennt, da ist das ja normalerweise innen drin schon richtig hart. Das heißt, die sind richtig alt, die sind konserviert. Und das ist ein richtiges frisches Produkt, da hat man wirklich lebendige Nahrung. Und die schmeckt man und die spürt man. Von so einer Kokosnuss wird man richtig satt. Ja? Aber sie macht einen nicht voll und sie macht einen nicht schwer. Und das ist halt wirklich gesunde Nahrung. Für euch zum Probieren. Ja, ich glaube, dass so eine Messe ein sehr wichtiges Signal ist für die Öffentlichkeit. Und dass wir Vegetarier, ich meine, das sind ja hier überwiegend Vegetarier, mittlerweile auch ganz stark Position beziehen müssen für den Vegetarismus. Das halte ich also für sehr wichtig. Ich bin hier, weil meine Tochter mich darauf aufmerksam gemacht hat. Die wohnt mit Familie seit 15 Jahren auf Teneriffa. Und die hat gesagt, Mama, ich beneide dich um den Tacholt. Denn auf Teneriffa gibt es sowas nicht. Ja, wir sind von Garden Gourmet, vertreiben vegetarische Produkte und wir sind hier auf der Messe, weil wir halt gerne auch mit unseren Konsumenten direkt sprechen und mit denen gerne auch uns austauschen wollen, Anregungen austauschen, Anregungen aufnehmen, aber natürlich auch unsere Produkte zeigen wollen, die zwar im deutschen Handel vertreten sind, aber noch nicht überall und natürlich denen auch zeigen, dass sie gut schmecken. Deswegen gibt es dort auch die Möglichkeiten, was zu verkosten. Ja, das sind so die Hauptbeweggründe. Wir waren schon auf der Veggie World in Wiesbaden und haben dort ja, sehr viel Anklang gefunden. Und deswegen haben wir gesagt, wir kommen auch nach Düsseldorf. Und ich lebe schon etwas länger so. Mhm. Deswegen gefällt mir das auch ganz gut, dass das mal ein bisschen bekannter wird. Dass man vegetarisch auch ganz gut leben kann, sehr gut. Ohne Fleisch. Ich denke, dass diese Messe Zukunft hat, weil immer mehr Menschen eine Veränderung in dieser Gesellschaft wollen, die eben in diese ethische Richtung geht. Und immer mehr Menschen möchten auch gesund leben. Und das ist eben die einzige Möglichkeit, auf Dauer gesund zu leben, dass man seine Ernährung komplett umstellt. Wir sind das erste Mal mit Reformhaus auf der Veggie World. Und der Messetag heute war einfach super, hat uns sehr, sehr gut gefallen, waren sehr viele, sehr interessierte Kundinnen und Kunden da und wir sind anderthalb Stunden vorher mit vielen unserer veganen und vegetarischen Speisen schon ausverkauft. Also ich sage mal so, ich als Pionier der kreativen Rohkostszene in Deutschland bin wirklich erstaunt, überrascht und so weiter, wie das alles, was das alles für einen Umfang angenommen hat. Und ich muss gerade sagen, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich irgendwo im Schwarzwald auf dem Felsen saß, oben mit den Wolken gesprochen habe und die Rohkostbotschaft in die Welt hinaustragen sollten. Und auf eine gute Veggie World. Genau. Danke. Danke. Was man braucht. Wir versuchen, die Natur zu verstehen und zu kopieren und es den Leuten zur Verfügung zu stellen. Und viele interessieren sich, Gott sei Dank, dafür, für unser wichtigstes Überlebensmittel, Wasser. Wie hat euch gefallen überhaupt diese Veggie World? Ist sehr schön. Es ist sehr, sehr gut. Es ist eine gute Schwingung hier, eine gute Atmosphäre. Also sehr, sehr nette Menschen hier, sehr super. Also sehr gut. Wir sind die Rainbow Way Academy. Und wir haben vegane Vitalkost, also das ist eine sehr feine Form der Rohkost im veganen Bereich. Und ja, da haben wir aus Mandeln zum Beispiel Mandelmayonnaise gemacht und Inner Light Drinks, Fruchtleder, das ist sowas hier. Da gibt es jetzt ein neues Buch in Kürze, naturgesunde Fruchtleder und Wraps heißt das. Das kommt jetzt am 6. September auf den Markt. Ja, und die Veggie World in Düsseldorf, wir sind total begeistert. Das war jetzt das erste Mal, wo wir in Düsseldorf dabei sind. Sonst sind wir immer in Wiesbaden mit. Und wir waren um 2 schon fast ausverkauft. Also wir sind wirklich begeistert von Düsseldorf, von der Messe hier. Es war ganz toll. Wunderbar. Super. Super. Interessant. Der so. Probier ich zum ersten Mal. Ja. Auch zum ersten Mal in meiner Messe. Ah, okay. Ja. Ja, er ist anders gemacht. Wir machen den von einer anderen Grundsubstanz aus. Versäuern den richtig ordentlich. Ist wird in einer quasi Käsepresse dann auch versäuert weiterhin. Und dann richtig in einer Salzlage hergestellt wie Käse. Aber es ist kein Käse, sondern eine Soja-Grundlage darunter.
Naja, als Aussteller kann ich sagen, dass mir die Veggie World zum ersten Mal in Düsseldorf sehr gut gefällt. Sie ist auch sehr gut angenommen worden vom Publikum. Und wir sind also sehr zufrieden auch als Aussteller. Und die Resonanz ist also sehr gut. Die mit die Referenten, auch wie der Rüdiger Dahlke oder die Katja Lürs oder die Ariane Sommer, sind also auch sehr gut angekommen, gerade für die vegane Richtung, für die vegane Ernährung. Und auch das Thema Rohkost wird immer mehr in der Bevölkerung also beachtet und angenommen. Ja, also wir uns gerne also herzlich bedanken beim Veranstalter, beim Herrn Fuhrberg, beim Thorsten Fuhrberg für die Ausrichtung hier in Düsseldorf. Und wir werden also auch wieder in Wiesbaden dabei sein. Ja, also für mich persönlich ist die Veggie World so eine Art eigenes Baby. Ich hatte die, ja, nach einigen Erfahrungen im Ausland sozusagen die Idee gehabt, auch so eine vegetarisch-vegane Messe nach Deutschland zu bringen. Und ja, wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass das so ein riesiger Erfolg geworden ist, dass wir sogar schon allein im zweiten Jahr zwei Messen aufstellen können. In Wiesbaden haben wir über 20.000 Besucher dieses Jahr gehabt. Und das ist natürlich was ganz Tolles, auch dass so viele Firmen zusammenkommen, dass man wirklich sieht, welches Angebot es gibt und auch, dass man natürlich sieht, wie stark die Bewegung wächst, weil ja wirklich von Jahr zu Jahr mehr Menschen zur Messe kommen. Also ich persönlich finde die Veggie World unglaublich. Ich finde das ungemein inspirierend zu sehen, dass so etwas jetzt wirklich regelmäßig in Deutschland stattfindet. Und wir haben ja auch gesehen, der Zulauf heute war einfach phänomenal. Also eine ganz wunderbare Veranstaltung. Und in Kalifornien, wo ich lebe, in Los Angeles, da haben wir ja schon sehr, sehr viel, was sich in dieser Richtung tut, in dem Green Lifestyle, vegan, vegetarischen. Diese Bewegung ist ja eine riesengroße. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was sich jetzt hier in Deutschland auch in der Zukunft tun wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Veggie World wird da einiges noch ins Rollen bringen.